Und herzlich willkommen zurück bei Alien Isolation. Wir müssen immer noch Marlow finden. Der kleine verrückte Kerl scheint da einen Plan zu haben. Oh. Sorry, das wollte ich nicht. Da kam gerade jemand auf meine Tastatur. Kein Strom. Dann stellen wir den nochmal an. Es liegt hier rum Revolvermunition. Können wir hier nicht irgendwie so ein Ding anstöpseln und dann das Teil rumdrehen? Ah ja. Das ist immer cool, dass sie direkt weiß, was sie machen muss. Nachgesetzter Bericht. Private Nachricht. Dies ist für meine Tochter. Hi, Amanda. Diese Nachricht ist für dich, mein Liebling. Ich hoffe, du wirst diese Nachricht eines Tages hören. Ich bin in Schwierigkeiten. Mein Schiff. Es gab einen Unfall, Liebling. Wir haben eine Kreatur gefunden. Sie war sehr gefährlich. Wir konnten sie nur stoppen, indem wir das Schiff zerstörten. Mir geht es gut. Ich sitze in einem Rettungsshuttle irgendwo in der Weite. Wir mussten die Nostromo zerstören. Was wir getan haben, wir konnten nicht riskieren, dass die Kreatur mit uns heimreist. Ich musste dich beschützen. Macht ihr keine Sorgen um mich. Wir werden uns bald wiedersehen. Ich hab dich lieb, meine Süße. Okay. Oh Gott. Jetzt wissen wir auch, was mit der Mutter passiert ist. Anscheinend ist sie ja doch entkommen. Die hat auch schon mit dem Alien zu tun gehabt. Oh! Hey! Wow, 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 wow. Jetzt wissen Sie Bescheid. Hey, lass Taylor in Ruhe. Ich werde den Fusionsreaktor überlasten. Das wird den Reaktor in eine Atomwaffe verwandeln. Sie werden das Schiff zerstören und die Station. Ich werde jegliche Spur dieser Kreatur zerstören. Ripley, das ist die einzige Möglichkeit. Ich kann es nicht am Leben lassen. Und ich werde es nicht der Firma überlassen, sonst geht das alles wieder von vorne los. Hören Sie mir zu! Wir müssen das nicht tun! Stopp! Hören Sie auf, Marlow! Marlow, bitte! Sie haben gehört, was Ihre Mutter getan hat. Sie hat es verstanden. Wenn sie hier wäre, würde sie mir helfen. Sie würde der Firma ganz sicher nicht die Anschrift von dieser Kreatur geben. Niemand darf das hier wissen. Da sind noch Überlebende auf der Station. Marlow! Aber nicht Foster. Sie war meine Frau. Ich habe sie geliebt. Und ich habe sie getötet. Ja, wohl gut. Oh mein Gott, ich glaube, ich war zu spät. Er hat es bereits in Gang gesetzt. Er hat es in Gang gesetzt. Taylor, raus. Ich werde die Überlastung aufhalten. Sie müssen mir helfen. Gehen Sie zu dem Bedienpult. Warnung. Fusionsreaktorenüberlastung im Gang. Öffnen Sie die Fusionssysteme, damit ich an Ihnen arbeiten kann. Was? Wir brauchen Strom beim Auxiliargenerator. Suchen Sie nach den Buchstaben A, U, X. Ich hab's gefunden. Ach hier. Okay, alles okay, Taylor. Schalten Sie jetzt das Wartungsterminal von Auto auf Manuell um. Können Sie es sehen? Ich kann es nicht finden. Es muss da sein, Taylor. Vertrauen Sie mir. Das ist es. Hoffentlich können wir die kleine Taylor da rausholen. Die scheint ja auch sehr nett zu sein eigentlich. Die hat ja nur Pech gehabt von Anfang an. Ich war irgendwie das halbe Spiel lang verletzt. So, da
das haben wir auch gepackt. Und aus damit. Also das ist eine andere Mission. Wow. Okay. Jetzt müssen wir doch wieder zurück. Ja, so war es nicht geplant. Okay, die Torrance, mit der sind wir hier angekommen. Der Funkspruch von Verlaine wurde gerade aktualisiert. Hallo Sevastopol, bitte um Antwort. Ein Schiff ist gerade an ihrer Steuerbordseite explodiert und hat die Orbitalstabilisatoren zerstört. Wir können nirgendwo andocken. Sagen Sie uns bitte, was vorgefallen ist. Wir können Überlebende aufnehmen. Ich behalte diesen Kanal offen. Torrance Ende. Das ist zu langsam. Das ist so peinlich. Wir haben auch gerade auch viel Zeit gelassen. So. Natürlich ein bisschen Pech gehabt. Fühlst du dich sicher? Ich nehme mich nicht. Scheiße, da war einer.
spiele gerade wieder mit Maus und Tastatur. Nicht wundern. Ich hoffe, wir können mit dem Bolzengerät die Leute lahmlegen, aber ich sehe gerade ihren Helm auf. Scheiße. Mit Flammenwerfer würden wir die doch. Was war das? Oh, da hinten ist noch einer. Scheiße. Na komm, RIP nach, lad nach. Okay. Das klappt ja immerhin ganz gut. Orbitalstabilisatoren auf 80% und fallen. Waren wir hier schon? Da ist ein Luftschacht. Genau den Türzugriff brauchen wir. Wahrscheinlich. Ah, da liegt noch ein kopfloser Android rum. Ach, da hinten. Ach, der hat doch nicht auf uns geschossen, oder? Scheiß drauf, was soll's. Wer quatscht denn hier mit uns? Das ist doch bestimmt wieder so ein Androide. Allerdings sehe ich keinen. Lass mich in Ruhe. Von der anderen Seite jetzt auch aufbekommen mit unserem Ionenschneider. Cool. Ah, ich weiß, ich bin wieder hier relativ unvorsichtig unterwegs. Was haben wir denn hier für eine Neuverteilung? Nicht so lassen. Haben wir hier noch beim Terminal vielleicht was Sinnvolles, was wir aktivieren müssen? Türüberbrückung. Ich habe dich nicht geweckt, weil ich weiß, dass du versucht hättest, mich aufzuhalten.
einzige Chance ist. Jemand muss den Funk wiederherstellen. Wir müssen sicherstellen, dass die entsprechenden Behörden zu Hause darüber Bescheid wissen, was hier vor sich geht. Keine Sorge, ich werde zurückkommen. Ich werde dich und Claire nicht zurücklassen. Erstmal speichern. Könnten wir jetzt lange nicht. Sicher ist sicher. Okay, da haben wir das. Oh, ich bin verkehrt? Nö. Hier hin, oder? Ja. Noch bestimmt hier oben in den Kontrollraum. Da waren wir überall schon mal. Das benutzen wir nicht. Oder ach doch, Moment. Da kann man das rausgefahren. Marlos Berechtigungen sind doch immer in diesem Terminal gespeichert. Hätten wir die Koordinaten der Torrents, könnten wir die Übertragungsschüsseln manuell ausrichten. Umgehen Sie die Apollo vollständig. Da ist ein Observatorium bei der Kommzentrale, oder? Ja, damit sollten Sie die Koordinaten der Torrents finden können. Ich mache Ihnen die Tür auf. Danke. Orbitalstabilisatoren auf 40% und fallend. Laden wir mal kurz die ganzen Waffen durch. Die kommen bestimmt noch mal zum Einsatz. Der Bolzenschießer macht keinen schlechten Eindruck. Und Platz nehmen. Ich hoffe, das ist jetzt korrekt, dass wir hier den Aufzug nehmen. Bisschen weit weg. So. Ich nutze jetzt wieder jedes Speichergerät nach wie vor. Hat sich da nichts geändert. Verdammt, ich kann die Abriegelung nicht umgehen. Machen Sie weiter. Das Schiff wartet da draußen auf uns. Apollo lässt mich nicht rein. Versuchen Sie es nochmal. Okay, okay. Mist. Wir doch gleich einen abgeknallt. Ist noch jemand mitgekriegt? Verdammt, habt ihr das gehört? Ey, lass mal. Lösen die ganze Sache hier, aber da mache ich ganz einfach kurzen Prozess mit den Leuten. Okay, das könnten wir ausnahmsweise mal alles mitnehmen. Das auch. So. Schöner Ausblick wieder mal. Hier hin? Ja, genau. Aha, jetzt können wir hier auch uns durchschneiden. Zack. Mhm.
kann ich den nicht durchsuchen. Zeigt zwar immer mal kurz an, will aber nicht. Ach, scheiß drauf. Wird schon nichts Wichtiges dabei haben. Nutzen Sie das Ortungssystem, um die Torrens zu finden. Das nutzen wir. Was? Oben? Oben? Unten? Oben? Unten? Oben? Unten? Oben? Links? Unten? Links? Oben? Rechts? Oben? Oder muss ich die entgegengesetzte? Ach so. Also ein Blödsinn. Ich muss bei A drücken und bestätigen. Okay, das war jetzt wieder eins der nicht so sinnvolleren Minigames. Wahrscheinlich nochmal so ein Teil. Stören Sie die andere Vorrichtung mit links, aktivieren Sie A. Wahrscheinlich, wenn die Kreise übereinander liegen. Aha. Ist hier noch ein Computer? Und jetzt? Der hier. Nochmal so ein Undock-Teil. Ah, das ist wieder eine ganz gute Idee. Das Problem ist halt, das Minigame geht meistens relativ schnell los. Und wenn das ein neues ist, muss man erstmal unten lesen. Was es damit auf sich hat. Bei dem hier geht's dann. Ich hab sie gefunden, Ricardo. Jetzt müssen Sie noch die Schüsseln manuell auf die Position der Torrens ausrichten. Verstanden. Ich gehe nach draußen. Ja, wir gehen nach draußen. Wir müssen erstmal ganz nach unten fahren. Und genau hier geht's beim nächsten Mal weiter. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Haut rein, bis zum nächsten Mal.